So, wir betreten jetzt erste Mal die 1.0er Welt. Dauert 2162 Stunden. Los geht's. Zulassen. Guckt's euch an. Und? Guck mal, wie flüssig das läuft. Überleg gerade, wo wir waren. Okay. Das ist übrigens unsere Starterbase. Also nicht erschrecken. Hier so mal eben alles hingeklatscht, nur damit wir die Sachen haben, die Großstadt zu bauen. Großstadt baut sich auch gerade so ein bisschen. Aber guck mal, das da oben ist neu, ne? Warum habe ich denn 8 Millionen Marker da oben in der Ecke? Schlepper, Docking Station, Western Logistik, LKW Explorer, der Hub, LKW Kiste. Kiste! Ah, warte mal, das ist der Mixer, ne? Der macht Kühlsysteme, dafür brauchen wir Stickstoffgas. Genau, da waren wir dran. Komm, guck mal, ob die Zyklonenkanone noch geht. Oder ob wir jetzt instant tot sind. Wir werden sehen und dann werden wir RGB treffen. Los geht's. Was ist passiert? Ich habe Erfolg bekommen. Aber scheint zu gehen. So, hier ist unsere Stadt. Guckt euch an, das ist ja voll krass schon geladen. Ah, nicht so weit. Hilfe. Hier ist unsere Waffenfabrik, by the way. Richtig gut. Da flatter ich gerade nach unten. Und wir landen vorsichtig auf dem Boden. Aber das war jetzt mal schnell geladen, ne? Das war gut. Genau, geht die Munitionsfabrik noch. Das ist wichtig. So, schnell in Discord reingehen, bevor Joe wieder TS vorschlägt. Das sollte jetzt auch sehr viel stabiler laufen, muss man sagen. Hallo. Hallo. Oh, guck mal, Autosave beginnt in 5 Sekunden. Ja, es dauert aber nur noch eine Sekunde. Ja, aber es ist geil, dass das da steht. Oh, das wird jetzt bei dir auch angezeigt. Das war vorher nicht, ne? Und schau mal, wie schnell das jetzt geht. Schon fertig, oder was? Ja, ja. Es dauert nur noch 2 Sekunden oder so. Kann nicht richtig sein. Lass noch mal gucken. Und hier die letzte Produktion, die ich hier gebaut habe, die läuft auch noch. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Cool. Und relativ viele Symbole oben am Rand, habe ich gesehen. Nee, ich sehe jetzt viel, viel mehr oben. Ich sehe einfach jeden Explorer, jeden LKW, jede Dockingstation, jeden Bahnhof, jeden Zug. Oh, echt? War das vorher nicht so? Nee. Ah, bei mir war das schon immer so. Ach so. Guck mal, ich sehe jetzt auch alle Quellen auf der Karte. Jetzt sehe ich das mal so wie von einem Host. Ey, bewegen sich bei dir jetzt auch die Fahrzeuge richtig? Oh, da achte ich gleich mal drauf. Jetzt gucke ich in den Himmel. Da sind Planeten. Ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen ungünstig, eine Raumstation. Ja, genau. Ah. Das ist die Station, die wir bauen mit dem Weltraumlift. Wird die immer größer auch, theoretisch? Und die wird immer weiter ausgebaut. Oh, dann lass mal neu anfangen. Und mit Phase 4 wird die noch weiter ausgebaut und mit Phase 5 wird die dann abgeschlossen. Und dann haben wir es durchgespielt, können aber dann weiterhin spielen. Ja, wir müssen jetzt auf jeden Fall die Mercers fern und sowas. Oh, ich gehe gleich mal zur MAM. Die MAM hat auch ein neues Design. Oh, Textur sieht doch anders aus von der Mercersphäre. Ja, das haben die richtig cool gemacht, ne? Boah, das neue MAM-Design ist schon geil. Oh, und jetzt haben wir in der MAM Alien Technology. Oh, ich guck mal, warte, ich will auch eine MAM. Das braucht nämlich eine Mercersphäre. Und falls du einen Summersloop hast, kannst du gleich noch eins erforschen. Und falls du Sam hast, kannst du gleich noch eins erforschen. Ich hab alles. Ne, hab ich nicht. Oh mein. Oh, man kann Energieschnecken erforschen. Energiefragment. Da brauchen wir 100 von so Radierern. Was auch immer es sein mag. Ah, das ist ein Zeitkristall. Oh, ja, kenne ich. Ah, hier, guck mal. Forschung starten. Oh, warte mal, ich glaube, ich habe auf Rentner eingestellt. Wo stellt man denn nochmal die... Ah, hier, gibt es den Benutzeroberfläche. Ich glaube, ich habe das mal größer gemacht. Ach, du hast einen riesigen Text. Ja, alles ist riesig. Ich kann auch in der MAM nicht richtig gucken. Ah, shit. Mach mal auf 1.0 wieder. Ah, guck mal, jetzt sieht man noch mehr. Geilo. Und das Summer Sloop hatte ich. Ich habe auch ein paar geerntet, aber irgendwie habe ich keine mehr. Oder habe ich die schon hier reingetan? Wir hatten noch irgendwo auch noch Sam, oder? Ach hier. Okay, Summer Sloop am Start. Sam haben wir bestimmt irgendwo. Wir müssen so schnell wie möglich zum Dimensional Depot. Ach so. Würde ich sagen. Natürlich. Oh, stimmt, hier sind noch 7 Mercersphären in der Kiste. Ja, ich habe sogar, die habe ich hier gerade da reingetan. Wir brauchen den Sam-Fluktuator. Wo ist denn Sam-Erz jetzt? Ich brauche es. Hatten wir nicht noch ein bisschen Sam irgendwo in der Kiste? Nee. Einmal hier hoch. Gut, dass ich das gerade kontrolliert habe. Die haben einfach meinen Arachnophobie-Modus ausgeschaltet, die Schweine. Beim Update. Die haben alles ausgeschaltet, Mann. Scanne nach Sam-Erz. Okay. Da ist Sam-Erz, glaube ich. Muss zurück. Kannst du danach scannen? Nee, aber ich sehe es.
Das ist ein lila Loch, ein rundes. Da muss ich hin. Ah ja, das leuchtet jetzt so ein bisschen, ne? Ja, die Bäume waren noch nicht geladen, deswegen kann ich da reingucken. Aber es ist bestimmt, guck mal, wo ich gerade bin. Sind hier Spinnen bestimmt, ne? Da, boah, gute Frage, weiß ich gar nicht. Wir haben da auf jeden Fall... Ist das denn sowas? Das sieht kurios aus. Ah doch, da müssten, da müssten Spinnen sein. Ja, was sei denn, die sind nicht respawned. Oh, ich hab Sam gefunden. Ah, nice. Weil in den ganzen alten Kisten ist auf jeden Fall nichts drin. Hier kann man einen Miner anschließen. Dann gehen wir hier dran. So, das Spiel hat ein Raster. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Das fehlt mir in ganz vielen Spielen einfach. Das sollte so, wenn man ein Spiel entwickelt und auf der Uni sollte das einfach so ein Lehrgang sein. Aber es ist halt eine Menge Arbeit gewesen. Das werden große Studios wahrscheinlich weniger machen, ne? Warum? Weil die Geld sparen, oder was? Ja, weil die haben dann schon das meiste Geld abgegrieft, weißt du? Und dann... Ach so, stimmt, stimmt. Das ist immer gemein, du. Ja. So sind die. Und das müssen wir jetzt quasi zu unserer Basis bringen. Ach, im Übrigen findet ihr auch einen Link zum Spiel in der Videobeschreibung und auch zu Servern. Und bei den Servern bekommt ihr mit meinem Link nochmal 10% Rabatt. Und ich finde, gerade zu Beginn lohnt sich Satisfactory richtig auf dem Server, weil da müsst ihr die Anlagen nicht so riesig bauen, könnt kleinere Anlagen bauen und die laufen dann einfach über Nacht, während der Server auch an ist. Also wo ist eigentlich die Stadt? Ist die so weit weg? Ein Stückchen. Ah, ist schon ein Stückchen noch, ne? Das ist aber blöd. Ich brauche hier gerade ein Förderband. Da sollte ich nur Strom hier hinholen. Das ist, glaube ich, einfach. Achso, du wolltest es bis in die Stadt bauen, das Förderband. Ja, vielleicht zumindest bis in die Nähe. Hm. Boah, gerade genau vor mir gestorben. Ach Mann, hier wird man direkt angegriffen. Das ist schlecht. So, wie geht's denn mit der Fabrik hier? Oh, die sehen auch anders aus, die Schüsse. Aber die halten immer noch vor, ne? Die Oh mein Gott, das ist weggeflogen. Wie meinst du? Summer Sloop. Also die zielen noch sehr, sehr gut. Ah. Oh, Spinnen? Ne, keine Spinnen. Boah, stell dir mal vor, wir würden in Wirklichkeit so eine Raumstation bauen. Und wenn du immer zum Himmel guckst, siehst du das. Holy shit. Die wäre echt groß. Die wäre wirklich groß. Aber cool. Wow, kommt da wenig raus. MK2-Miner an eine unreine Quelle habe ich gemacht. Und da kommt immer so 1, 1, 1. Also super wenig. So, weiter geht's. Aber das ist die Alien-Sachen sind auch nicht hier im... Ah, warte, hast du... Doch, du hast Sam eigentlich freigeschaltet in der MAM, oder? Genau, und dann gibt es reanimierte Sam. Genau, das willst du jetzt herstellen, ne? Genau. Aber wo? Ach nee, ich brauche 20... Ah, ich brauche 20 Dinger. Oh, Entschuldigung. Voll nicht gecheckt. Ah, okay. Das schaltest du jetzt frei quasi mit dem... Genau, okay. Jetzt. Ah. Ah.
Nächstes freigeschaltet. Es sind fehlende Materialien. Ah, ne, kann ich bauen, oder? Das hört sich fast an, als ob ich da eine Produktion in der alten Fabrik bauen müsste. Ne, Kupferkabel haben wir in der alten und in der neuen tatsächlich. Stimmt. Festhalten. Ich verstehe es langsam. Yo! To integrate Summer Sloops safely and efficiently into Fix-It technology. The loop organ contains scripture, contains instruments to compose symphonies of root and rot and recycling. Oh, auch ein neuer Sound. Einfach Lenkrad, ne? Der Lenkrad wird wild. Alles cool. Oh. Warte, Power augmenter unlocked. Good to know. That confirms that hypothesis. Sehr geil. Hey, dann unterhält sich mit dem Alien. Dimensional depot unlocked. Sam can be utilized. Wir haben's. To construct matter down to its chemical elements. Wir haben's. In one dimension. And the ich hab's. Nein. in Debbie, wenn du das erste baust, sag Bescheid, da will ich gerne dabei sein. Okay. Ah, Organisation. Ach hier, da steht sogar neu. Also könnte ich bauen. Kannst du einen bauen? Mal ja, warte, ich muss erstmal die anderen Sachen herstellen. Ich habe noch nicht alles. Okay, aber dann lass uns eine Betonfabrik bauen und den einmal, ne, weil du hast alles zum Bauen. Ich schau mal kurz, wo wir es anschließen könnten. Dann brauche ich gar keinen Beton-LKW mehr. Wie cool ist das denn? Ja. Okay, warte, wie viel kann ich davon jetzt bauen? Und so ein Ding bauen wir einfach in jede Fabrik, die irgendein Baumaterial herstellt. Ich bin bei der Betonfabrik. Okay, dann komme ich jetzt mit dem Auto vorgefahren. Ja, unten im Keller, wo die Einfahrt ist. Moin. Das ist super langsam. Ja, ist MK4. Ja. Wo wollen wir den haben? Hier haben wir schon einen Anschluss gemacht. Ich bin so gespannt, wie der aussieht. Ich auch. Dann verbinden wir gleich. Okay, ist das ist er. Oh, der Strom? Der braucht keinen Strom. Er ist weg, er ist wieder da. Nein. Es wird hochgeladen, es wird hochgeladen. Eins im Lager. Und was jetzt? Yo! Das ist jetzt einfach in unserem Inventar drin. Wo denn? Geil. Einfach Inventar, ins Inventar gehen. Ach da, lol. Das ist ja mega geil. Vor den Deponien ins Inventar. Das heißt quasi, wenn ich jetzt das hier baue, dann... Yo, er zeigt sogar jetzt auch mit Magenta an, wie viele im Depot sind. Ja. Boah, wie praktisch. Okay, ich glaube, die Upload-Geschwindigkeit, also die 500 Stockpile ist jetzt, glaube ich, nicht das größte Problem, aber die Upload-Geschwindigkeit sollten wir vielleicht skillen als erst. Also ich glaube, es ist wichtiger, erst die Upload-Geschwindigkeit zu erforschen, als die Stockpile-Größe. So, das heißt, es gehört alles zur Alien-Technologie, dieser ganze Zweig, und dann kann man jetzt erforschen hier die Upload-Geschwindigkeit. Nicht Depot-Erweiterung, Upload. Genau, lass uns die tatsächlich mal aufs Maximum verbessern. Wartet, hier. Manual Depot-Uploader enables uploading from the inventory. Das sollten wir als erstes machen. Ja. Ist das links, in der Mitte oder rechts? Das ist in der Mitte. Ja, sollten wir wirklich. Weil dann kann, wenn irgendeiner zum Beispiel gerade auf Expedition ist und du sagst, du brauchst eine Schnecke und der hat die, dann lädt er die einfach schnell aus dem Inventar raus in die Cloud hoch und der andere nimmt's raus. Das ist wirklich praktisch. Okay. Ist fertig? Natürlich. Ja, genau. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel... Warte, lass uns erstmal von Ada erklären. Cool. Diese Ada-Dialoge sind auch sau lustig. Aber man kann es sehr schnell downloaden, das ist halt cool. Man kann es instant rausnehmen und es hochladen. Naja, man kann es instant downloaden. Ach ja, und kann was man ihr alles gerade hochladen? Seht... Ach jo. Einen würde ich ins Hauptlager im Head tatsächlich hinstellen. Und rein da. Rein damit. Und der nächste ist am Start, Mann. Ja, wunderbar. Jetzt geht die Sachen halt hier perfekt rein. So, und jetzt mache ich das, was ich Anfang des Streams machen wollte.
Anfang des Streams wolltest du... Die Kühldinger bauen oben. Ah, die Kühlsysteme, ja. Das war ein kleiner Zusammenschnitt aus dem Livestream, wie wir die Uploader freigeschaltet haben. Wer mehr von Satisfactory sehen möchte, Link zum Livestream in der Videobeschreibung. Tschüss!